Hallo, ich bin Audio-Traveler Henry Barchet und diesmal nehme ich Sie mit nach Thüringen, in die Stadt des gläsernen Christbaumschmucks nach Lauscha. In Lauscha ist eigentlich das ganze Jahr über Weihnachten. Da sind immer die Glasbläser und die Farbglasstür und alle sind geöffnet und man erfährt also auch viel über die Christbaumkugel und Lauscha an sich. Dort hat man mir die Geschichte der Glasgurke am Weihnachtsbaum erzählt. Das war eine Form, die hat man in eine Gurke geblasen, eine Glasgurke. Die musste natürlich auch grün sein, deswegen wurde die im Baum versteckt und das Kind, das die Gurke gefunden hat, hat eine Handvoll Nüsse oder den Apfel gekriegt. Sie hören, welche Rolle die Frauen bei der Verbreitung der Christbaumkugeln spielten. Eine wichtige Rolle, die die Frauen dann auch hatten, war die Rolle der Lieferfrau. Die hatten große Körper, auf dem Rücken natürlich, und auf diesen Körpern waren dann die Christbaumschmuckkartons aufgebaut und dann kamen die nach Sonneberg. Kommen Sie mit mir nach Lauscha, in die Stadt des gläsernen Christbaumschmucks.